Willkommen zurück zu Tales of Berseria. Ich bin euer Firobo und... Ey. Ich war gerade am Erklären. Ne, da schon her. Oh, okay. Brauchst du nichts mehr machen? Gut, unsere Expedition ist wieder da. Natürlich, zum letzten Aufnehmen. Alle verloren, wow. Fertigkeit findest du, weißt du, ist okay. Wir machen nochmal hier, fällt uns noch was? Machen nochmal hier. Scout Ship setting sail. Gut, dankeschön. So, das ist nämlich erledigt. So, können wir hier ein. Ah, können wir. Bam, 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 bam. Ja, nice. Sehr schön. So. Dann müssten wir hier durch. Ja, hier scheint unser Ziel zu sein. Sieht so ein bisschen nach Bossfight aus. Kommt schnell rauf? Ich weiß es nicht. So, mal schön hier gucken, ob hier noch was liegt. Hier aber scheinbar nicht. Bist du mein Ziel? Schade, dass er uns einfach hier so rumlaufen lässt. Oder wenn er uns wirklich noch nicht bemerkt hat, dann ist er echt taub und blind. Würde ich sagen. So, aber hier scheint nichts mehr zu sein, soweit. Are you Gideon? I am in prayer at the moment. Who are you? I asked you first. Such ill manners. But what else could I expect of a demon? Stop right there! Ach, es ist auch wieder da. Another accurate augury. An ambush. Is this more of your Reaper's curse? Or do you think the old lady sold us out? You figured it out, didn't you? That he's running the Nectar operation. Indeed. I followed up on each of the incidents you caused. And the trail led me all the way to the High Priest Gideon. Yet you still defend him? The punishment he deserves is for the Abbey to administer. Okay. Punishment? How dare you? Do you realize how much I've done for the good of the Abbey? Make her nice and desperate, Velvet. I just know the result will be something wonderful. Ach, sie hat einfach. Na gut, Heususe, dann mal wieder los. What the fuck? Hör auf zu blocken. Die kann ich schon mal blocken. So kann ich blocken, okay. Was, das war's schon? Noch neue Gegner. Damn, reinforcements. They have the advantage at range. Crush her head. Das finde ich wieder. Patsch. Und jetzt kommt Magilu. There you are, Bienfu. Did you think you'd run from your true mistress? Miss Magilu? You back where you belong. You, descendant of the Seventh Grove, see our vows renewed. May our prayers of discontent vanish infinitesimal into the void. Remember this true name I bestow unto you, Fushi Cass. Yeah,
Oh, now it is on! That power. Are you an exorcist? Wrong. I am a witch, for whom the universe is a plaything, and the souls of men but motes. Human consorting with demons? Have you no shame, girl? Kampftutorial, okay. Der Verbrauch einer Stufe der Stoßanzeige lädt einer Kombo-Taucht sofort Charakter aus. Löst einen gewaltigen Rückschlag aus. Geschieht dies beim Verteidigen, werden Charaktere ohne Angriff getauscht. Entscheide je nach Situation. Ah. Ah, okay. Wenn du mindestens ein Esser hast, kannst du, Dann machen wir schön Schaden, ne? Oh, wie viele Leute kennst du denn aus? Das ist mir. Bam, 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 bam. Ihr habt keine Chance. Stand aside. Ach, die lockst du nur aus. Wait! All I did for the sake of the Abbey. Tja, das war dein Fehler. We needed money to build the temple. That's why I sold the nectar. I know I was wrong to produce so much of it, but I was only trying to help the people as best I could. Let's talk this over. Who ordered you here? Was it the sick? Was it the doctors? Or... No. Was it Artorius? I knew it! Damn his eyes! So he wants to wipe me out of existence, does he? Oh, ach, jetzt hört er zum Dämon. After all the work I did for him! No! Velvet? That false savior! Mach, mach noch ein nächstes Mal. You won't be rid of me so easily! You can't die now! You think you could read books when you're dead? Don't you die either, Velvet! Priesty's getting away. He won't. I'll hunt him down. Oh. Oh, jetzt kommen ganz viele Sachen für Magilu. Die Anwendung einer Anwechselangriff annulliert alle Statuseffekte und wir gewährt dem Charakter, der dazu kommt, eine Seele. Oh. Dies kann nützlich sein, um mein Kombi zu verlängern. Ja, das stimmt allerdings. So, not even the high priest is immune to demon blight. I guess he hit his limit. Dann nochmal zurück. Ah, so, wir kommen hier raus. Oh, guck mal, hier sind schon eine Seele. Und du liegst auch noch hier rum, könnt ihr reden? Scheinbar nicht. Oh, gut. Dann gehen wir weiter. Hätte vielleicht passiert hier nochmal was Cooles, aber leider nicht. Zack, meins. Die endlosen Gänge.
Alles meins. Ich dachte, das ist nie für einen Tunnel gebaut. Bitteschön. What was that? Eine Katzenkiste. 65 Jahre, bitte. Ist eine Katze gefunden. Rechtzeitiger Pony. Da müssen wir doch direkt mal schauen. Ausrüstung? Nee, auch Mode. Statt der Brille. Okay, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Können wir nicht mehr dazu tun, wie es scheint. Ach, schade. Das ist farbige Sonnenbrille haben wir auch. Oh yeah. Ah, sehr schön. Okay, die Brille nimmt zu viel Platz ein. Die Rose könnten wir wegmachen. Die brauchen wir eigentlich nicht, ne? Was können wir da noch hier machen? Wangen. Dann eine Brille. Der Pony. Ne. Der Pony sieht doof aus. So. Wie ist mit dir mit Pony? Der steht ihm irgendwie besser, finde ich. Das ist eine Brille. Ja, ich muss eine Brille über beide Sonnenbrille ziehen. Das ist nur die. Sieht man bei dir überhaupt den Pony? Nicht wirklich. Aber er steht im Messer, finde ich. Du nimmst hier wieder Sonnenbrille an. Das passt einfach. So, wie ist das du für eine Sonnenbrille? Ne, dir lassen wir die Brille an. Aber ich will einheitlich haben. Ja, okay, du kriegst auch wieder eine Brille an. Magilu können wir auch jetzt designen. Oh, Magilu kriegt erstmal jetzt eine Brille auf. So. Magilu ist. Okay, normale Kleidung kannst du nur. Okay. Gut, Stileisen. Sieht ein bisschen von komfortabel aus, sagen wir es mal so. Da sieht man echt eine ganze Pracht, ey. Dann wäre ich später noch irgendwas. Die möchten alle nur so zurückgegelte Haare. I. Survival-Welt haben wir viel. Dann haben wir ein altes Outfit und. Ja. Passt auf jeden Fall super. Ach man. Das würde mehr Sexy Pian bringen. Das würde, glaube ich, mehr Klicks bringen, ne? Aber na gut, lassen wir uns mal das normale Outfit. Ich will das Alten nicht allzu viel verändern. Komm, jetzt mal auch eine Brille auf. Was ist das? Von Exit zu. Oh, er wurde gefressen. The demon returned to human form. And what is that beast? Zuerst erst den Menschen sieht und dann was passiert. Ja. Ach, der ist hier gefangen, wie scheint. There's a barrier here. So what? The Abbey is holding this thing captive? Scheinbar. This barrier, I know it well. It seems our errand has met with success. At least technically speaking. Right. Let's get out of here. What did you do to the High Priest? What is this demon? I don't know. And I don't care. Do not mock me! You are the mockery. What do you hope to do to me without your exorcist powers? Who are you? Ich dachte, wir kämpfen jetzt gegen das Vieh. That was some night, though. Stay sharp. Dawn hasn't come yet. Huh. Ich hätte sehr erwartet eigentlich, dass wir gegen das Vieh kämpfen müssen. Weil so ein richtiger Endkampf war das jetzt der Kampf gegen die Olle immer wieder nicht. Weil die machen wir immer und immer wieder gefühlt. Aber es scheint ja auch so, dass sie sich am Ende uns anschließen tut. Wahrscheinlich kommen wir dann nochmal das Anwesendere zurück und wie halt viel Köpfen gehe ich mal von aus. Wahrscheinlich ist das viel mega OP. Gehe ich jetzt mal von dem Sachverhalt aus.
So, wir gehen jetzt mal zurück. Und schauen mal, ob hier alles gut gegangen ist. Ach, komm, mit dir können wir mal reden. Ist euer Auftrag vollbracht? Wir haben unser Versprechen erfüllt. Gut gemacht. Ich kümmere mich um eventuelle Verfolger. Erstattet ihr nur einen Postbericht? Was ist dieses Geräusch? Das Klatschgeräusch. Hm. Komisch. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein Gespräch. Ihr müsst euch schleunigst verstecken. Stealing a Moloch from an exorcist. How did you pull that one off, Moggy Lou? The info was my Moloch to begin with. Then he betrayed me and ran away from his rightful home. Miss Moggy Lou treats Molochim so bad, bad, bad. I couldn't take it anymore. After a little while, I ran into Madame Eleanor. She was so much nicer to me. I see, I see. Now, just how am I going to punish you for that little slander on my character? The bad, bad days are here again! You're an exorcist, then. I'm a witch, silly. Bianfu here is the catalyst thingy for my magic. But only exorcists can form a pact with Molochim. Oh, yeah? Says who? Someone who likes making dumb rules? Enough, Velvet. Questioning her is a good way to go mad. Das ist wohl wahr. Sie auszufragen hat keinen Sinn. Ja. Na gut, dann haben wir das alles schon mal erledigt. So, speichern wir mal eben schnell. Ja, bitte speichern. Danke. So, und... Wir sind schon wieder voll, wie es scheint. Ach, jetzt mach ich weg oder was? Ups. Zurücklassen, Ich hatte den Bossbericht. Ja, ja, chill doch mal dein Leben, ey. Immer dieser Druck, das halte ich einfach nicht aus. Also, das haben wir wenigstens. Ein Gespräch kriegen wir gerade irgendwie nicht mehr rein. Schaut eigentlich. Es sind sehr viele von diesen Kupfermünzen. So, nehmen wir mit. Gut, hier. Oh, ihr seid unversehrt zurückgekehrt. Der Boss wartet auf euch. Ob ihr jetzt sterbe oder was? Sieht aus, als so ihr Erfolg habt. Hier ist. Für den Abschluss von 3 Alarmstufe. Ja. Okay. Was haben wir denn noch so hier? Den haben wir schon geschafft. Den haben wir jetzt auch geschafft. 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 Wir haben alle geschafft. Hm. Stufe 18 war der. War jetzt nicht so krass hart, muss ich sagen. Aber gut. Besiegt. Sehr schön, haben wir alle gemacht. Und dann gehen wir mal zum Boss. Erstmal wie immer schauen wir uns das mal um. Wir haben ein paar Punkte bekommen. Wie viel haben wir denn jetzt? Objekt tauschen. Wie viel haben wir denn? 259. Ja, reicht immer noch nicht. Helfen euch. Oh, ich will alles am liebsten haben. Oh, guckt euch die Preise an. So, das sind Items. Ja, die brauchen wir nicht, die Items. Aber hier die Sets hätte ich gerne. Boah. 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000. Bis das Ganze nochmal bestimmt bei 25.000 Punkten oder so, die wir brauchen. Also gut, das Zehnfache, was wir jetzt haben. Das Zehnfache, das Hundertfache. Zurücklassen. Leider, leider, leider können wir das alles nicht mitnehmen. Oder zum größten Teil nicht. Ich muss mal wieder verkaufen gehen, ne? So viel Zeug. You did the job well, it seems. You heard quickly. That's about all I'm good for. And with these old ears, sometimes it's hard to hear it all. And did you learn anything about the key for passing through the barrier? Yes. Only the high-ranking exorcists can enter through the barrier protecting Artorias and his temple. Exorcists are considered high-ranking if they are accompanied by at least 4 greater Molochim. Hmm. So if we had 4 powerful Molochim with us, we could slip through. But Molochim outside the Abbey's control are rare. They thought this through. Hmm.
Well, I may not look it, but I'm a greater Moloch. Aizen, Lafiset, and Bienfu. So we just need one more. We'll have to steal it then. So I have to come too? Sounds like a pain. Then stay. We don't need you. We'll keep Bienfu though. You have no courtesy. How about, it would be an honor, Madame Mogilu? More like that. Would you come if we asked? To attack the shepherd? Depends on how you ask. A battle between shepherd and demon sounds like a real fine spectacle. I'm afraid this is just how Miss Mogilu is. Jetzt entschuldigt er sich sogar schon für sie. Miss Mogilu, I would like it if you came with us. Please. Da kannst du nicht Nein sagen. Lafiset. Well, what choice does that leave me? I suppose I could tag along a little while longer. You can count on me. Melchior will be there. You and I still share the same goal. Our business is done. You can have this back. Keep it, dear. As long as you have that, we will count you as an ally worthy of aid. Allies of the ones trying to kill the Savior? You might regret that. Such a considerate young lady. Listen, dear, all of us live on the fringes of their so-called reason, do we not? Don't say I didn't warn you. Velvet, wait. Was denn noch? Ach, er ist eingepennt, plötzlich. My, my. I can't blame him. It's been a long night. Some aid for your allies? Of course. Right away. Fest war wohl erfolgreich. Na, kleiner Junge. You're finally up. I'm sorry. Don't worry about it. Getting sleepy or hungry is a natural part of life. I won't eat you. What about your wounds? Feeling pain? That's also natural, right? I'm fine. It was nothing. You're really tough, aren't you, Velvet? You have to be tough if what you seek is revenge. Revenge? We're leaving. Rokuro and the others are waiting at the plaza. Alles klar. Und wir können mit Leuten reden. Ja. Bis später, falls ihr dann noch lebt. Oh, nett. Diese Leute sind die ganze Zeit aufgeblieben, um sich als Wache auszugeben. Lasst sie ein Weilchen schlafen, ja? Oh, danke schön. Ihr habt viel für uns getan. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Kommt zurück und speist etwas Marburg Curry mit uns. Da wird sich Lafiset aber freuen. Wir gehen mal raus. What joy to face a clear, refreshing morning, especially after a long night of meting punishment on my heartless betrayer. My poor battered body. You better not kill our key. You're one to talk. Better not eat the boy. He's your precious key now. I know. Oh? You're facing the Shepherd and an Empyrean. Old Shepsy's one thing, but Empyreans are, you know, just gods who created the world. You think you can win just by smacking it around a bit? That's no Empyrean. It's a phony. Artorias is just using a legend to control the people. Wouldn't a true god be able to do something about the demon blight? You don't believe in Innominate?
I believe there exists something people call Enominat. But it's just a Moloch that used a special art to bring the other Molochim into our world. You sound confident. I witnessed it 3 years ago. Well, if it's not actually a god we're against, we just might stand a chance. Of course we do. And ultimately, our target is Artorias. I don't care about anything else. Revenge against Artorias. For her brother. All right, Lafayette. Which way is the Empyrean's throne? It was north of Logris, in the mountains up the Danann Highway. If exorcists are keeping up their inspections, they might provide us a chance to steal another Moloch. I sent my men a Sylphjay with orders to scout out the inspectors. With their information, we'll be able to plan the attack. We can meet up at Port Zexan. That's the plan. Alles klar. Gut. Können wir wieder mit vielen Leuten reden? Oh, ein Gespräch. Those Sylphjays are handy little birds, aren't they? Not only will they always find their destination, they can make for emergency rations in a pinch. I hear grilled Sylphjay goes rather well with a nice glass of the hard stuff. It's because of the work those birds do for us that we're able to stay one step ahead of the Abbey. Those birds are indispensable to us pirates, and we consider them a part of our crew. Don't even joke about eating them. All right. Still, I wonder how they actually do their thing. I know that carrier pigeons rely on their homing instincts, but Sylphjays can locate a person wherever they are, right? They're really smart birds. I read in a book that rather than memorizing locations, they can pick up on people's wavelengths. When you send out a Sylphjay, the bird can sense the change in your thoughts. And we'll seek out the recipient you have in mind. I hardly ever see them in the wild. Are they a kind of Moloch or something? No, they're not Molochim. They're just an incredibly rare species native to an island in the north. It's a funny story. A chance storm sent us docking at that island, and a mother Sylphjay got blown onto our ship, eggs, nest, and all. Sadly, the mother bird died almost immediately. But Benwick stepped in and kept her eggs safe and warm. So that's why they're so attached to him. Usually, they're really hard to train as messenger birds, too. That's Benwick for you. He's always had a knack for things that would give other people trouble. Maybe when they hatched, they took one look at his wild hair and mistook him for their mother. You know what? They are comfortable enough with him to use his head for their nest. So you might have a point. Now that you mention it, he did ask me not to hit him on the head, because one of the Sylphjays just laid her eggs. Well, if more birds are on the way, we could just eat one to see how it tastes. No! Don't even think about it! It was worth a try. Oh, mal auf ist jetzt. Und hattest du einen schönen Spielgang? Will ständig rennen, als hätte mich die ganze Zeit herumgezogen. Ich bin recht Chef, haha. Dann hättest du heute immerhin schon genug Bewegung. Aber mit etwas Übung kannst du ihn sicher abrichten. Ich werde mein Bestes geben. Hinschen. Hello again! I'm Bienfu, a Moloch! Nice to meet you all! Just so you know, I'm a greater Moloch. Gehört ein Deutsch zur Magilu. I'm sure we'll get along great! I'm classified as a greater Moloch? That should be no surprise. You've got a lot of power, despite your appearance. You're a greater Moloch too, aren't you, Aizen? So I've been told, but I can't say I care for measures made by folks who tether my kind. I didn't know that's what it was. I'm sorry. No, don't worry about it. Just promise me you won't judge your own value from a label given to you by others. I won't. I promise. What if that's all that gives me self-worth? They're pirates and demons. Pay them no heed. To me, you are the greatest of all. The greatest? Do you really mean it? Oh, Miss Mogulu, you're so kind! You've changed so much since I left. But you haven't changed at all. You are eternally my greatest servant. Oh, I don't want to be the greatest then! Oh, this is bad, bad! Bad, bad. And the roster of the Oblivious grows longer. Ja, ja. Oh, und jetzt ist die Expedition zurückgekehrt. Ich habe schon nicht drauf gewartet noch. So.
Und das kriegen wir. Zwei Siege immerhin. So, aber wir haben nichts Neues bekommen. Scout Ship setting sail. Wir schicken trotzdem mal raus. Sind noch Level abgegangen. Wunderbar. Was haben wir noch? Ach, wie schön. Daran könnte ich mich gewöhnen. Hey, weg, Hände weg. Ich habe ihn zuerst gesehen. Nein, du Dummkopf. Ich rede von der Musik. Entschuldigt. Aber könnt ihr zwei bitte etwas leiser sein? Oh. Geht es vom Künstler? Schön ein bisschen hart, ne? Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Everything inside of me is what it is, it's not changing. For you, to myself I stay true. So just understand it when I tell you that I want you well. Pick up a minute for the last time, so just shut your mouth. Bite your tongue, cause I've had enough. You're speaking under your breath, too much. Shut up! It's my life, it's my fate. It doesn't matter what you say, cause it never was your place. It's never gonna change, it isn't saving. Changing for you, it's never gonna change it if you save it. I will stay this way.